Ordnung und deren Regeln. Erstens, ein gepflegtes Auftreten in der Stadt und mit dem Inventar und dem historischen Gelände wird von jedermann verlangt. Zweitens, den Anordnungen des Marktvogts ist immer Folge zu leisten. Den Marktvogt, wo ist der Marktvogt? Einer der Marktvögte, glaube ich, ist da oben. Ich bin ja nur der Herold. Drittens, bedrängt nicht die Händler und Handwerker, besonders die in der engen Wassergasse, ihre Ware zu verschleudern, für weniger als es gebührt. Viertens, Hauswölfe, ich sehe gar keine im Moment. Hauswölfe, ist da einer? Auf Neudeutsch Hund. Ne? Hauswölfe sind an einem Stricke zu führen, der nicht mehr als 5,5 Ellen misst. Das wird nachgemessen, folgt zu Anweiler. Also, ich hoffe, ihr habt es gehört. Fünftens, auf neuzeitliche Gegenstände, die nicht zum Mittelaltergeschehen beitragen, sei verzichtet. Ausgenommen sind hier jene kleinen Kästchen, in denen ein Schreiber sitzt, der die Bilder zeichnet für spätere Betrachtung. Ihr wisst, was ich meine. Die Seelenfänger. Seelenfänger, wer hat das gesagt? Ich! Ist das die Seelenfängerin? Nee. Ja. Nein. Aber sie hat einen Seelenfänger dabei. Genau. Ja, dann zeichnet mich mal. Hab ich doch. Habt ihr schon. Noch mehr, oder was? Eitel! Gebt Acht, sollte ein Kindlein verloren gehen, kann es bis zur sechsten Stunde am Storchentor abgegeben werden, bevor es später als Findelkind in Kloster Eusertal Obhut finden wird. Ist das hier in der Nähe? Ja? Ich hab's gehört. Sieben, sollte jemand dermaßen viel gesuffet haben, dass er so von Sinnen ist, dass es ihm den Verstand verschlägt und in eine Ohnmacht überfällt, sei es den Wachhabenden erlaubt, ihn auf einer Kuhhaut in den Prangershof zu schleifen, damit er dort seinen Rausch auskurieren kann. Habt ihr es gehört? Ich hoffe, dass viele nachher dort liegen werden. Die an den Tavernen wird's freuen. Punkt 8. Auf ordnungsgemäße Gewandung sei zu achten. Und es bleibt dem Marktvogt und seinen Gefolgsleuten überlassen, bei nicht ordnungsgemäßer Gewandung einen Tadel auszusprechen und das Ordnen der Kleider zu verlangen. So steht es in einer alten Marktordnung von Anweiler. Ihr müsst mir das alles glauben, was ich sage. Ich habe noch was dazugefügt. Unter besonderer Beachtung stehen kurze Beinkleider, Sandaletten, in denen weiße Socken stecken. Was erregt eure Heiterkeit? Hört ihr, wie das Volk tobt?